Mein größter Traum ist es, die beste Bäckerin der Welt zu werden. Und große Träume brauchen große Orte, um wahr zu werden. Und aus diesem Grund habe ich mein hübsches kleines Erdbeerland verlassen, um in die... Oh, was haben Sie nochmal gefragt? Ob ich schnell mal an dir vorbeihuschen dürfte? Oh, richtig, natürlich. Bitte gehen Sie ruhig. Okay. Ich bin unfassbar begeistert darüber, dass ich meinem Traum und neuen Abenteuern in meinem neuen Zuhause nachgehen kann. Jede aufstrebende Bäckerin weiß natürlich, möchte man entdeckt werden, gibt es nur einen Ort, an den man gehen muss. Die Apfelgroßstadt! Schnuscheln, wir sind endlich da! Die Stadt, die immer am Kochen ist. Sie ist magisch. Sie ist prächtig. Sie ist richtig überfüllt. So viele Beeren. Entschuldigung, ups, ich muss da durch. Upsi. Da ist ja meine Lieblingsnichte. Tante Praline. Tante Praline ist meine super coole Tante. Als ich ihr erzählt habe, dass ich in die große Stadt ziehen will, hat sie gesagt, dass ich bei ihr wohnen kann. Anschließend hat sie sich für mich um alles gekümmert. Sie ist einfach die Beste. Wow. Holzapfelmatte. Kiki Limette. Der wunderliche violette Kuchenmann, das kann nicht sein. Die größten Bäcker und Bäckerinnen haben hier angefangen. Das stimmt. Und die nächste große Bäckerin ist... Emily Erdbeer. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Ein neuer Start. Bin aufgeregt, ein Hauch von Angst. Okay. Kleiner Tipp, vergiss die Herzschmerz-Songs, dafür ist keine Zeit. Oh, okay. Jeden Tag tauchen neue, hoffnungsfrohe Beeren in der Stadt auf. Und sie alle wollen der nächste Superstar unter den Bäckern werden. Du willst die Beste sein? Dann sei cleverer, schneller und fokussierter. Lass das Ziel nicht aus den Augen. Genau, fokussiert. Zum Glück hat deine Tante den totalen Durchblick und kann dich mit Insiderwissen versorgen. Zum Beispiel weiß nicht jede dahergelaufene Beere, welcher der beste erste Anlaufpunkt neuer Bäcker sein sollte, nämlich die Apfelbackstuben. Die was? Die Apfelbackstuben. Was denn sonst? Der angesagteste Ort in der ganzen Stadt. Es gibt Läden, Restaurants und alle frisch gebackenen Bäcker gehen dahin, um entdeckt zu werden. Außerdem wird meine Nichte dort mit ihrem allerersten Foodtruck durchstarten. Tante Pauline, das klingt fantastisch. Ich bin sicher, sobald ich mich eingelebt habe, werde ich... Morgen geht's los. Wie, morgen geht's los? Morgen geht's los. Aber ich bin gerade erst angekommen. Ich habe noch nicht mal die Stadt gesehen und ich habe erst recht keinen Foodtruck. Vertrau mir, spring einfach ins kalte Wasser. Ich kümmere mich um den Truck. Jetzt schlaf gut. Morgen ist ein großer Tag, hab dich lieb. Okay... Ich habe nicht erwartet, dass meine Träume sich so schnell erfüllen. Aber man springt einfach ins kalte Wasser, oder? Ja? Okay, ich bin bereit. Ich kann's nicht erwarten, diesen Truck zu sehen. Was? Tada! Mein alter Truck, der Pralinentraum. Letztendlich war ein Foodtruck doch nicht so mein Ding, okay? Aber jetzt nimmst du ihn und erfüllst dir damit deine Träume. Also... Alles klar, spring rein, Kleine. Nächster Halt die Apfelbackstuben. Oh, ja, okay, vielleicht muss man ein bisschen was dran machen, aber hey, er hat Charakter. Wow. Viel Glück. Lässt du mich hier etwa allein? Bürgermeister Mehlfeld kündigt heute eine neue Funkenbeerenfabrik an. Ohne mich findet er nicht mal die Bühne, aber du kriegst das schon hin. Ich bin wirklich stolz. Schreib mir später, okay? Bis dann. Okay, Schnurschön, wir kriegen das hin. Oh ja, okay. Das ist jetzt gar nicht gut. Es war wirklich nett von Tante Praline, mir ihren alten Foodtruck zu geben, damit ich in der Apfelgroßstadt durchstarten kann. Allerdings musste man etwas mehr Arbeit in den Truck stecken, als sie dachte. Okay, Schnurschön, wir kriegen das hin. Wir müssen einfach nur... Oh, liebes Gummibärchen, was ist das? Hi! Mein Name ist Emily Erdbeer und ich möchte... Ja, nein. Freundlich und fröhlich gibt es so früh am Morgen bei mir nicht. Entferne dieses Ding vom Gelände der Backstuben, bevor noch irgendeine Beere denkt, wir sind die neue Müllhalde. Oh, naja, eigentlich ist das hier mein Foodtruck. Ich meine, klar, ich muss noch daran arbeiten, aber ich bin sicher... Ich unterbreche dich lieber gleich. Das hier sind die Backstuben. Sie sind angesagt, sie sind hübsch. Und es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass es so bleibt. Dieser Schrotthaufen gehört hier nicht hin. Genauso wenig wie du. Oh, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich könnte dir damit eventuell helfen. mein Name ist Silly Zitrone. Ich liebe Schrott. Und das ist mal richtig guter Schrott. Ich brauche diesen Schrott noch. Ich meine natürlich diesen Truck. Das wird meine neue Bäckerei. Oh, du willst uns also Konkurrenz machen? Eigentlich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich veräpple dich doch nur. Ich liebe Konkurrenz genauso wie Silly Schrott liebt. Ich bin Orangella Obstblüte. Emily Erdbeer. Schön, dich kennenzulernen, Emily. Lass mich raten. Gerade angekommen? Ja, ich bin seit gestern hier. Herzlich willkommen in der Apfelgroßstadt. Du wirst schnell feststellen, dass die meisten Beeren hier wirklich sehr nett sind. Ich habe gehört, wir haben eine brandneue Beere. Hi, ich bin Limone Chiffon. Solltest du irgendwelche Fragen zu egal was haben, komm zu mir. Ich bin quasi eine Expertin auf, naja, allen Gebieten. Du riechst einfach wunderbar. Ich glaube, wir zwei werden sehr gute Freunde. Wir haben alle einen Laden in den Apfelbackstuben. Mir gehört der Zitruscheiben-Smoothie-Wagen. Die energetischsten Smoothies in der ganzen Stadt. Der wunderbaren Bonnie Blaubeer gehört der Dreamy-Creamy-Eiswagen. Die Sorte des Monats ist Regentropfen Rosinenguss. Dieses Eis schmeckt ganz genauso, wie der Wald nach einem erfrischenden Gewitter riecht. Aber mit Rosinen. Das ist definitiv einzigartig, ja. Ich bin Limone Chiffon und ich arbeite am Zitronenlimon-Zeitwagen. Solltest du jemals irgendeine... Geht es dir gut? Ja, entschuldigt, aber die Apfelgroßstadt ist doch etwas überwältigend. Und ihr seid alle so nett. Dabei war diese andere Beere heute Morgen so unfreundlich. Ach, du meinst Brotpudding. Ignorier ihn einfach, tun wir auch. Er hat meinen Truck als Schrotthaufen bezeichnet. Hm, er hat schon irgendwie recht. Oh, aber der Truck hat eine wirklich gute Energie. Naja, ein Foodtruck mit Backwaren dabei zu haben, könnte gut fürs Geschäft sein. Wenn ich ihn nicht auseinandernehmen darf, kann ich ihn stattdessen auch zusammenbauen. Wirklich? Ihr helft mir? Na hör mal, dafür sind Bärenfreunde doch da. Haha, das ist der beste Tag meines Lebens. Willkommen in der Apfelbackstubenfamilie. Hallo nochmal, ich bin Emily Erdbeer. Und das ist mein Foodtruck, der außergewöhnlichste Erdbeerschlager. Ich bin zwar neu hier, aber ich bin mir sicher, dass ich hier absolut richtig bin. Hm, schöne Farbe, süßer Name und lustiger Garten. Ich denke, das könnte funktionieren. Aber ich werde dich im Auge behalten, klar? Wow!